Weiter geht's mit einer wunderschönen, tollen Folge Horizon Zero Dawn zusammen mit mir. Und wir schauen jetzt erstmal, dass wir zu unserem nächsten Auftrag kommen. Wir müssen mit Roast reden. Und natürlich, wie immer, geiern wir so viele Sachen, wie nur irgendwie gehen. Auf dem Weg zu Roast. Du wirst mir oder sicher Rost, noch nützlich sorry. Sein. Rost? Rost? Ja, genau. Was bist du da? Was war da? Ein Truthahn. Okay, ein Truthahn brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, ich bin mal... Gut, da sind ein paar wunderschöne Loren, ne? Okay. Der weiß gar nicht, wo ich bin, glaube ich. Ich will ja schließlich, wie gesagt, nur die Loren haben. Und sonst gar nichts. Bin mal gespannt, ob der jetzt herkommt und ich den umrotzen kann. Aber höchstwahrscheinlich nicht, gell? Ja, leider nicht. Okay, der ist erlegt. Schadet nämlich nicht, ein paar Metallscherben zu sammeln, auch wenn das Lobobs sind. Nicht nur eigentlich, das sind Lobobs. So, ein paar erlegt. Tut ganz gut. Dieses Mal nicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr nice. Sind doch recht einfach zu plätten. So. Jetzt muss ich nur ruckzuck was herstellen. So, war's das? Sonst ist hier nichts, ne? Nee. Einwandfrei. Alles umgerotzt. Und das ruckzuck. Sehr gut. Aber wir machen da gar nicht so viel heute, weil ich möchte natürlich in der Hauptmission weiterkommen. Ich weiß noch nicht genau, wie weit wir machen, weil ich weiß auch nicht... Ich glaube, ich würde ganz gerne halt einfach frei die Open World Welt erkunden wollen. Daher brauche ich dann doch ein bisschen Hauptmission. Also quasi raus in die Wildnis, da wo wir den Säbelzahn-Tijor erlegt haben. Da würde ich ganz gern hin. So. Okay, da ist noch ein Füchschen. Es läuft auf mich zu. Okay. Gut, das wird recht schnell gehen, denke ich, dass wir bei Roast sind. Das ist Roast. Und es wird auch schon dunkel, deswegen würde ich mich schon fast ein bisschen beeilen wollen. Jetzt ist es dunkel. Nee. Okay. Sehr gut. Okay, an denen. Komm. Rotes Licht bedeutet Ärger. Oh, shit. Kann ich einfach weglaufen? Ist es möglich? Oder sind die so brutal schnell, dass ich da eher weniger Chancen habe? Oh, doch. Kann man gut. Okay, man kann recht. Recht problemfrei sogar wegrennen. Obwohl, jetzt sehen sie mich wieder gerade. Okay, aber jetzt schon wieder nicht. Okay, man kann sich dann sogar nochmal verstecken um die Ecke und sie vielleicht dann silent killen oder sowas. Machbar ist alles. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Wir können eben auch irgendwo hochklettern und sie von oben plätten. Lauter solchen Fährelefants können wir anstellen mit den kleinen Arschkan-Raketen. Alles machbar. Oh, da ist er ja. Hey. Wir müssen reden. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Lass mal letzte Ratschläge. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir.
So wie mir, als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Ja, das werden wir bald erfahren. Ich bin jetzt bereit. Los geht's. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Okay, also wir können hart sein natürlich, wir können sagen, Pfiatti. Herzlich wieder mal, wäre bei ihm auf jeden Fall angebracht, finde ich, aber ich werde dich finden, ist natürlich auch passend, aber naja, ich werde ihn finden. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Wieder einmal ein absolutes Trauerspiel. Fürs Erste. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich habe ja... Das wissen wir aus den letzten... Hör doch mal auf zu reden. Also, wir haben ja aus den ersten Folgen schon gehört, wenn wir da drin jetzt bestehen, haben wir einen Wunsch frei. Wenn wir jetzt die Wahl haben zwischen, warum wurde Rost ausgestoßen und wer ist meine Mutter, würde ich, glaube ich, fragen, wer Rost oder warum Rost ausgestoßen worden ist. Aber es geht schon los. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist hier, Sir? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hasst. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Das ist bestimmt das Bürschchen, was wir mal gerettet haben. Da bin ich mir sicher. Boah, hier geht ja voll der Punk ab. Wahnsinn, hier sind echt viele Leute. Überall sind Leute. Also ich wüsste nicht, ob ich hier wirklich, wenn ich diese Ruhe von draußen gewohnt bin, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich hier leben könnte. Das gleiche, wenn ich auf dem Land wohne und dann nach Berlin ziehe. Was ist das hier? Heute ist ein guter Tag, um zu Urmutters Auserwählten zu gehören. Ah, okay. Hier kann ich nur Hände wärmen. Interessant. Was? Grüßen, Junge? Endlich können wir Sorgen und Kummer hinter uns lassen. Wen habe ich gegrüßt? Hallo, Junge? Ne, keine Ahnung. Aloy! Tatsächlich. Du bist es, oder? Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt?
Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken? Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Nora Kriegerin. Nora Überlebende. Was heißt dieses Symbol an der Seite mit diesem Dingens? Boah, Alter. Das kriege ich geschenkt, nehme ich mal an. Genau, ist kostenlos. Habe ich nicht alles. Also Metallschäben sind heftig. Wächterlinsen habe ich allerdings. Aber was bedeutet das mit diesen 200 da dran? Ist es Rüstung? Heißt es, soll es Rüstung heißen? Würde mich mal interessieren. Vielleicht. Weil das sieht auch noch cool aus, ne? Also. Sieht richtig cool aus. Aber wer weiß, da gibt es garantiert dann später Besseres. Also ich bin 40 unsichtbar. 10 Stärke, 25 unsichtbar. Resistenz gegen Elemente und nichts. Aber wir nehmen jetzt erstmal unser kostenloses Outfit. Gut, Outfit ausrüsten. Ausrüsten machen wir. Okay, zurück. Da. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Guter Tipp, Tap. Tipp, Tap. Dankeschön. Cool, jetzt habe ich eine neue Kluft. Ist doch schon mal ganz nice. Okay, was kann ich hier machen? Ah. Okay, also mit dem Echo aus den Bergen hört sich das ganz cool an. Nice. Sollen wir da auch mal reinschauen? Komm, wir gucken nochmal, vielleicht gibt es hier irgendwas Tolles. Aber hier ist alles leer, weil draußen der Punk abgeht. Hier ist ein Schleifstein. Ja, nice. Okay, hier kann ich wieder meine Hände wärmen. Muss ich auch nicht dauernd interagieren. Alter, ist es laut hier. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Die Leute sagen immer, das Fest letzte. Ich soll anderen nicht aufs Dach steigen. So, erstmal hier Kiste geiern. Das ist natürlich erstmal das Allerwichtigste. Ja, ich. Oh, das könnte dir so passen, was? Wo denn? Ach, da. Komm schon, ich würd ihn echt gerne runterkicken. Kann ich das? Komm schon, geht das? Kann ich ihn irgendwie... No, leider nicht. Steckst du die bitte wieder weg? Am Anfang. Okay. Kam alles Leben von der Urmutter. Ach komm, bla bla bla, wieder dieses Maschinen, Gottesgerede hier immer. Die suchen Metallscherben. Schön. Gut, nice. Also man findet hier echt einige Kleinigkeiten. Nicht schon geil. Wo? Oh, hey, wer bist denn du? Karst? Was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich mach dir den besten...
Schaut so aus, als würde ich die Schleuder brauchen, gell? Also zumindest ist das hier ein Aufgabenziel. Komm, ich nehme sie mal. Nehme ich hier ran. Okay, Seilwerfer würde ich auch bevorzugen, aber nein. Die werden mich viel, viel mehr reizen. Hier die Bögen. Aber die kann ich mir leider im Moment noch nicht leisten. Andererseits, ich könnte hier so ein Sägezahnherz, aber das habe ich jetzt nur einmal. Leuchtendes Geflecht ist alles so Zeug, was ich leider nicht so häufig habe. Okay. Was ist das denn eigentlich? Loe. Alter, habe ich so viele? Ist ja Wahnsinn. Nee, ich würde ganz wohl lohnen. Finde ich ja immer wieder eigentlich. Was haben wir hier? Läuferherz. Auch nur 20 Wert. Maschinenkern, klein, Metallgefäß. Ah, so schwer. Fettes Fleisch, knochiges Fleisch. Das bringt natürlich alles nichts. Holz bringt auch nichts. Draht. Ah, ich bin hier entscheiden! Aber Draht, wie viel habe ich? Warte, wie viel habe ich denn da? Ach so, eins. 4, 30, 62, 20, 20. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Das werde ich mal interessieren. Mhm. Komm, da verkaufe ich jetzt einfach mal welche. Vielleicht so 15. Bringt 60 Scherben. Und vielleicht kann ich jetzt tatsächlich den Kriegerbogen schon kaufen. Der bringt vielleicht ein bisschen mehr Dampf. Zack. Okay, sehr geil. Okay. Bis zum nächsten Cast. Viel Glück. Jo, tschüssi. Okay, jetzt muss ich einmal ganz kurz ins Inventar schauen. Also, Inventar. So, was hat denn der hier? Jägerbogen. Handhabung 80. 50. Ah, vielleicht ist doch meiner jetzt gerade einfach besser. Oh, ist das shit. Okay, das ist shit. Ja, ich würd's ganz gern ausrüsten, vielleicht. Wie wär's? Ausrüsten. Warum kann ich das denn? Waffen modifizieren? Modifizieren. Modifikation. Modifikation auswählen. Achso, ist nicht verfügbar für mich. Aber den würde ich ganz gerne nehmen eben. Den will ich haben. Wo kann ich den ausrüsten? Hä? Oh, Inventar. Ich bin so ein Honk. So. Okay, gut. Den ersten habe ich schon mal fail-technisch verpasst. Schatzkisten. Inhalte anzeigen. Nehme ich. Maschinenbau, Ausbau der Kiste, Zünder. Nehme ich. Alles mit. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich zwei Händler hier. Und wir machen weiter. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Ja. Mörder und Versklaver! Hey, lasst das sein! Nora-Gläubige, lasst das sein! Ich bin Osseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötet ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte. Könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön.
Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Das ist eine gute Frage. Was bedeutet es? Kann ich? Genau wie meiner. Sollen wir etwa vergessen, was die Karja unserem Stamm angetan haben? Wo hat er einen Fokus her? Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora? Hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, dein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Hier steht er toll. Danke. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Warum ist die Stimme immer so komisch geworden von dem? Ich gehe jetzt lieber. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du... gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Ich stelle dich sogar meiner Schwester vor. Sie hat noch mehr Verbindungen als ich. Ich dachte, der Sonnenkönig hätte sie entführt und geopfert. Ha! Entführt? Ja. Getötet? Nein. Ein paar Karja können Ersa nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt Hauptmann der gesamten Garde. Eine tolle Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal bei einem Drink. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Alle tun so, als wären... Tja, finde ich cool, dass nicht alle an dieses Segnungszeug und deine Mutter und so ein Zeug glauben. Finde ich ziemlich nice, dass es da auch andere Stämme gibt, die etwas, ich nenne es mal, reifer bzw. weiter sind. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ja, ihr ja, ja. Genau das meine ich. Upsa. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Ja, ja. Du erzählst immer wieder von vorne, wenn ich vorbeilaufe. Bin ich so wichtig? Willst du mich jetzt verarschen? Ach, hier runter. Oh, ich bin so ein Dödel. Da, wo sie alle runterrennen, ne? Da renne ich auch mal lieber hin. So, grüß dich. Musst du nicht zu dieser Segnung? Wir reden dann später. So, hier sind wir schon. Segnung. Wenn alle Aspiranten da sind. Wo muss ich mich hinsetzen? Hallo, ich habe keinen Platz mehr. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun.
Für Rost, für meine Mutter oder für mich selbst? Ich würde sagen für Rost. Rost zu ehren. Weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwimmt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Also Religion oder Philippans hin oder her, das sah einfach cool aus. Ich möchte ihn einiges fragen. Wo ist er? Ach, hier? Nee, doch. Bist du das? Nee. Ist ein anderer rum. Dödel. Da ist er. Hallo, Olen. Du kennst meinen Namen? Ah, du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut. Ganz ruhig. Was willst du wissen? Ja. Außer natürlich. Mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle, aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch Stümmern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Okay, aber genau, du hast eine Fehlfunktion. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Mir ist es so nie passiert. Oder? Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Jetzt wird aber grantig, hä? Was machst du hier, Olen? Was machst du im Noraland? Erin brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Okay, jetzt würde mich mal interessieren, ob ich nochmal an diese Position komme. Er hat. Ah, schade. Ich verstehe das nicht. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Ach, Mr. Monobraue. Vom letzten Mal nicht wieder da ist, der mit den langen dunklen Haaren. Muss ich jetzt echt bis morgen warten? Geht es erst morgen weiter? Party? Warum kann ich hier nicht speichern? Egal. Ich würde ganz gerne nach Hause gehen zum Schlafen. Geht das? Darf ich das oder muss ich hier irgendwo bleiben? Ja, ich muss hier bleiben. Ist ja voll die Kacke. Hier? Mutterloses Gör. Gleich eine Schellen, gib ihm gleich eine Schellen. Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist. Nice gekontert. Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind.
Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Ja, war ja klar, dass dieser kleine Pisskopf auch unser Freund wird hier. Oder nicht Freund, sondern Gegner. Dein Gebet hört sowieso niemand. Bist du wach? Hallo? Wo war ich? Wo zum Teufel war ich? Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, hä? Ich will gar nicht mit dir reden. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Boah, du wirst mal sehen. Ich werde weiter auf meiner klugen Ebene bleiben. Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Ja, ich würde gerne die aggressive Art jetzt spielen, ehrlich. Ich kann mir jetzt... Jetzt kann ich mit dir noch reden, Walla. Du hast mich vorhin verteidigt. Oder ich kann einfach nur schnell ins Bettchen gehen. Aber natürlich rede ich noch mit Walla. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Jetzt kriegt sie gleich eine Seifengur im Bett wahrscheinlich. Okay, bevor wir schlafen gehen, würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, liken, abonnieren und kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.